Jo, hallo, zurück zu Watch Dogs. Also, wir müssen ja vom IREC noch das letzte Material holen. Und ja, ich befinde mich jetzt gerade auf dem Weg zum nächsten Quest. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gerade Cops in der Nähe habe. Ne, die suchen da was anderem. Also, ich fahre zur nächsten Kampagne und guck mal, was da so abgeht. Ah, ich muss zum Bunker. Okay. Ups. So, das coolste Auto der Welt hier. Feuerwehr war aus, also fahre ich wieder Lastwagen. Okay, dann mal gucken. Rose, schlag mich tot, war auf dem Video. Naja, so, mal gucken. Alles in Ordnung? Hab nicht viel bekommen. Der Upload wurde unterbrochen. Mist. Ich wusste es. Okay, dann muss ich wohl selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Nikki. Soll ich ihm sagen, behalt sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber er spielt mit dir. Ja, ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Man kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Was ist mit diesem Verrückten? Tobias, der hat doch hier gearbeitet. Okay, das wäre ein Anfang. Okay, aber wir müssen diskret sein. Ich weiß, wie man diskret ist. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Raymond Kenny. Das ist unser Mann. Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTOS beteiligt. Von ihm ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Er kann es entschlüsseln. Kenny ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Nein, nein. Er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden. Er ist untergetaucht. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Irgendwo muss er ja sein. Okay. Jeder hat seine Online-Geschichte. Da fangen wir an. Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur? Da. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt, aber er ist mehrmals durch einen Standort gebounced. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort? Theoretisch ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Und wir haben Ken. Okay, dann wollen wir mal gucken, wo das ist. Auf der Karte, ist das wo?
Ganz unten, ich meine, da könnten wir auch noch hier ein paar Türmchen machen, ne? Das müssen wir auch noch mal irgendwann mal fertig kriegen. Aber okay, also da müssen wir hin. Schauen wir mal. Okay, und aussteigen. Aussteigen. Okay, jetzt habe ich mir den scheiß Laster. Ah, ne, ich habe noch was anderes. Okay. Obwohl, ich kann noch mal gucken. Das ist ja so weit weg. Da kann ich mich eigentlich auch irgendwie hinbeamen, ne? Ja. Hier mal zu so einem Versteck hinbeamen. Geht das? Hallo? Ich will da hinbeamen. Mist. Geht das nur von einem anderen Versteck? Oder muss man draußen stehen? Kann auch sein, ne? Ich dachte, man könnte sich da jetzt cool hinbeamen. So ein schönes Versteck. Okay. Dann fahren wir da heute hin. Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich, ja. Und seine Geschichte? Er ist ein Bloom-Whistleblower. Oder ein Cyberterrorist. Je nachdem, wen man fragt. Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Staat New York. Ich erinnere mich. 2003. Nicht nur New York, das war fast der ganze Nordosten. Es kam auch ein paar ums Leben. Er tötete 11 Menschen. Sie nannten es einen Softwarefehler. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte, alle zu warnen. Er traute niemandem bei Bloom intern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Dein Zielort ist der Endpunkt von Raymonds letztem Signal. Und Hacker verstecken ihre Standorte, indem sie ihre Pakete durch Botnets routen. Ja, ist ein guter Trick, habe ich schon mal gemacht. Wahrscheinlich leitet er sein Signal um den halben Globus. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Nein, er ist hier. Egal, ob er untergetaucht ist. Kenny hat für Bloom gearbeitet. Und irgendetwas sagt mir, dass er in der Nähe bleiben wird. Vielleicht. Aber wenn er sich in Chicago aufhält, warum war es so ruhig um ihn? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Er hat Menschen auf dem Gewissen. Ist sicher ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ein guter Grund, unterzutauchen. Okay, hoffentlich wird es nicht zu gefährlich. Mal gucken. Obwohl, wenn es gefährlich wird, ey. Der Fahrer ist mein zweiter Vorname. Ja! So, wo müssen wir hin? 100 nur noch, okay. Es könnte ein Problem geben. Ich empfange eine Menge Gerede über Raymond Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymonds Signal entdeckte. Na, dann werden wir also erwartet. Okay. Okay, was haben wir hier? Irgendwie Kamera und so? Gibt's was? Ich wäre eigentlich darauf, ne? Wie komme ich da hin? Ups. Scheiße, wie lange dauert das noch? Wir schicken jemand raus. Ein Techniker, schätze ich. Ich glaube, die wollen was von den Computern. So ein lahmer Auftrag. Wehe, die zicken bei der Bezahlung rum. Mein Preis denke ich nicht. Wir waren doch seit Monaten niemand. Ja. Okay. Oh, da sollen wir rein. Seid auf der Hut. Haltet die Augen offen. Ja, das ist nicht normal. Haltet die Augen offen. Okay, da hinten die Kamera ist vielleicht besser, ne? Dass man mal wirklich guckt. Diese hier und da hinten ist noch eine. Was sind das für Typen hier? Er kann nix, aber ich kann nicht sprengen. Tut mir leid. Das klingt komisch. Klingt, als hätten wir Gesellschaft. Na, Gesellschaft nicht. Whoa!
Na, die ist ja nicht so toll, die Kamera. Gut, wie komme ich aber mit dem Typen? Wäre echt cool, wenn der... Ah ja, hier, Alarm auslösen. Geht der denn da hin? Nee. Der geht schön hier rein. Okay, das will ich aber auch sehen. Was macht er hier? Nix. Alles sauber. Ich gehe da lang. Alles sauber. Hier ist nichts. Ich suche woanders weiter. Hier ist nichts. Da kann man alles Mögliche sprengen. Auch nicht schlecht. Ja. Ich hab hier nichts, ich geh nach da drüben. Hier ist nichts zu sehen, ich geh weiter. Alles sauber, ich geh da lang. Nicht nachlassen. Komm, dreh dich nochmal um. Na komm, lauf noch ein bisschen. Hier hin. Hier hin, komm. Zip, zip. Schnucki, genau. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Upsi. Okay, ich komme, aber scheinbar nur von dieser Seite rein, ne? Ich hab hier nichts, ich geh nach da drüben. Alles sauber. Ich geh nicht. Oh, er geht nach hier drüben. Upsi. Durch Deckung! Okay, da ist noch einer drin. Auch mit dem Typen da hinten. Könnte man irgendwie hacken oder was? Kamera bringt nichts, aber oben auf dem Dach ist noch einer, ne? Scheiße. Jemand ist an uns dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Ich starte dann die Suche aus dem Bunker. Wo ist der Computer? Das ist er nicht. Ah, hier. Wow. Sehr oldschool. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein kriegen. Clara, er ist online. Verteidigen Sie das Gebiet, okay?
Wogegen? Okay, ich weiß wogegen. Brauch mal ein anderes Gewehr. Okay, wen haben wir hier noch? Letzte bekannte Position erreicht. Bitte sag mir, dass wir es haben. Ist noch dabei. Shit, weg, 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 weg. Komm. Clara, er ist online. Okay, was haben wir hier noch? Clara. Es funktioniert. Detroit, Pensacola, Montreal, New York. Ja, nicht schlecht gewesen, hier ein bisschen schlafen. Ach komm. 72%, okay, da oben ist noch einer. Bitte sag mir, dass wir es haben. Ist das dabei? Passt. Okay, wo sind wir? 85%. Ist er, ne? War da nicht die Tür? Nee, ne? Doch. Jetzt alle killen müssen. Okay. Okay, verstehe. Sorry. Aua, aua. Ich muss sie alle killen. Sorry. Zurück. Was ist dir nicht eingefallen, Ray? Ich lösche die Festplatte besser. Keiner sonst darf Kenny aufspüren. Ja, okay. Ist er wieder rein, ne? Ja. Ja, das hätte ich natürlich vorher wissen müssen. Ich wollte einfach abhauen. So, weg.
30, er haut ab. Er hat Infos zu kennen. Ich kann nicht riskieren, dass er entkommt. Oh. Wer haut ab? Der haut mit der Feuerwehr ab, wie geil. Ja, komm, lauf. Ich weiß, schon dabei. Ich knipse aus. Jetzt lauf halt. Jagen und eliminieren. Okay, jetzt mal schönes Auto zocken. Vielleicht das hier. Wo ist er da hinten? Ah, okay. Ausschalten. Also richtig schnell fährt die Karre auch nicht. Mann, der fährt nur Scheiß. Ah, sehr gut. Nein, komm wieder. Na doch. Ich könnte doch mit so einer. Mit seiner kleinen Bombe. Achtung, es gibt eine Hochgeschwindigkeitsverfolgung im laufenden Verkehr. Ein LKW ist involviert. Wir brauchen Einheiten vor Ort. Bewegung! Hier Leitstelle. Das EQS hat Verdächtige lokalisiert. Übermittle Koordinaten. Wir werden ihn dran. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits noch aufgenommen. Stopp! Sofort! Und ich fahre mit so einem scheiß Van hier rum. Ach, Leute. Nein, ich muss den verfolgen. Boah, mein Van fährt langsamer als die Feuerwehr. Ich werd wahnsinnig. Mal gucken, vielleicht kann ein bisschen das hacken gleich. Vielleicht fährt er wieder in die Stadt. Ich klopf mal an. Anhalten, das ist ein Befehl. Wir haben hier eine massive Explosionszentrale. Ich halte mich. Oh, cool. Entkommen Sie den Cops ja, nicht mit meinem scheiß Van. Mist. Leider ein anderes Auto, würde ich jetzt mal sagen. Halten Sie sofort das Fahrzeug an, Sie böser Mensch. Hey, darf ich den Metzger platt machen? Ja. Sofort anhalten! Das ist ein Fall! Ich schneide sich deinen Stängel fordern Hilfe an! Hiha! Wir brauchen sofort Rettungskräfte vor Ort! Ach, das ist wieder so ein blöder. Ja, rum wie ihn. Wie viel habe ich denn noch hinter mir? Ach, so ein Hubschrauber nur noch. Ja, und ein Auto. Den Kerl schalte ich aus. Bald fahren Sie rechts ran. Ich fahre links ran. Mann, hau ab. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran.
Ja, ich würde gerne ein cooles Auto haben, mit dem man auch irgendwie entkommen kann. Das da zum Beispiel. Ich dachte, ich könnte Hubschrauber hacken. Geht das? Ja, sehr geil. Tschüssi. Na, das ist natürlich blöd. Ja, da hinten ist auf jeden Fall ein schönes Auto. Oh, da sind aber auch sehr schöne Cops. Scheiße, Dreck. Komm, steig ein, Junge. Ah, voller für mich, ey, ich Idiot. Oh, Mann, mach mal Platz hier. Das war ja schlau. Patrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Oh, sorry. Okay, cool, geschafft. Piep. Kenny gehört mir. Aber Pony. Muss es ausgerechnet Pony sein? Zu viele schlechte Erinnerungen. Okay, mal gucken, wie es weitergeht. Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du gehst also wirklich zu Ray, Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Bloom? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Bloom-Gegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Bloom an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Oh, ein Whistleblower. Mal gucken. Bloom sagt mir jetzt erstmal nichts. Muss man erstmal gucken. Was brauchen wir? Ein wunderbares Auto wahrscheinlich, um dahin zu kommen. Wo ist das überhaupt? Wir sind ja noch. Ich wollte ja eigentlich hier nochmal die Sachen klar machen. Vielleicht mache ich das in der nächsten Session und dann fahren wir hier weiter, okay? Also, bis dann. Ciao.